Im Jahr 2017 schickte eine Kilanova Licht- und Gravitationswellen durch das Universum. Hier auf der Erde kam das Signal mit einer Verzögerung von 1,7 Sekunden an. Warum? Es gibt eine wichtige Regel in der Relativitätstheorie, der, soweit wir wissen, alle Objekte gehorchen müssen. Wenn man sich ohne Masse durch das Vakuum des Weltraums bewegt, ist man gezwungen, sich genau mit der Lichtgeschwindigkeit zu bewegen. Dies sollte auch, wie wir in diesem Video festgestellt haben, auch für Gravitation zutreffen. Selbst wenn die Schwerkraft nicht von Natur aus quantenmechanisch ist, sollte die Geschwindigkeit der Schwerkraft genau gleich der Lichtgeschwindigkeit sein. Doch als wir die erste Verschmelzung von Neutronensternen sowohl mit Gravitationswellen als auch mit Licht beobachteten, waren die Gravitationswellen mit einem beträchtlichen messbaren Vorsprung zuerst hier auf der Erde. Mit fast 2 Sekunden. Was ist die Erklärung dafür? Auch wenn das Signal aus einer Entfernung von 130 Millionen Lichtjahren kam, sollte die Entfernung keine Rolle spielen. Wenn die Signale zur gleichen Zeit erzeugt wurden, sich mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen und den gleichen Weg nehmen, dann sollten sie auch zur gleichen Zeit angekommen sein. Was passiert hier? Am 17. August 2017 kam das Signal eines Ereignisses, das 130 Millionen Lichtjahre entfernt stattfand, endlich auf der Erde an. Irgendwo in einer weit entfernten Galaxie waren 2 Neutronensterne in einen Gravitationstanz verwickelt, bei dem sie einander mit Geschwindigkeiten umkreisten, die einen erheblichen Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit erreichten. Dabei verzerrten sie das Raumgefüge, sowohl durch ihre Masse als auch durch ihre Bewegung relativ zu dem gekrümmten Raum, durch den sie sich bewegten. Wenn Massen durch den gekrümmten Raum beschleunigt werden, senden sie winzige Mengen an unsichtbarer Strahlung aus, die für alle lichtbasierten Teleskope unsichtbar sind. Gravitationsstrahlung. Diese Gravitationswellen verhalten sich wie Wellen im Gewebe der Raumzeit selbst, die Energie aus dem System abführen und den Zerfall der gegenseitigen Umlaufbahnen bewirken. Im Laufe der Zeit begannen sich die beiden Neutronensterne zu inspirieren. Sie kamen sich also nahe, wobei die Gravitationswellen die Energie der Umlaufbahn abtransportierten, sodass die beiden Objekte immer näher zusammenrückten. In einem kritischen Moment kamen die beiden sich sehr nahe, dass sie sich irgendwann physisch berührten, was zu einer der spektakulärsten wissenschaftlichen Entdeckungen aller Zeiten führte. Sobald die beiden Sterne kollidierten, endete das Gravitationswellensignal abrupt. Alles, was die Detektoren auf der Erde sahen, stammte aus der Inspirationsphase bis zu diesem Moment. Danach herrschte absolute Gravitationswellenstille. Ein schwarzes Loch wurde geboren. Und dann geschah es. 1,7 Sekunden später, nachdem das Gravitationswellensignal erloschen war, traf das erste Signal ein. Gammastrahlen, die in einem einzigen, gewaltigen Ausbruch ankamen. In den kommenden Wochen begann das Licht auch in anderen Wellenlängen zu leuchten, da fast 100 professionelle Observatorien das spektakuläre Nachglühen der Neutronensternverschmelzung beobachteten. Einerseits ist dies wirklich bemerkenswert. Das Ereignis fand in einer Entfernung von 130 Millionen Lichtjahren statt. Weit genug entfernt, dass das Licht 130 Millionen Jahre brauchte, um von der Galaxie, wo es halt stattfand, zu uns zu gelangen. Damals, als diese Verschmelzung stattfand, war der Planet Erde ein ganz anderer Ort. Gefiederte Vögel gab es erst seit 20 Millionen Jahren. Die ersten blühenden Pflanzen waren gerade erst in der Entstehung und die größten Dinosaurier waren noch nicht geboren, was erst in 30 Millionen Jahren der Fall sein sollte. Während dieser ganzen Zeit, von damals bis heute, reisten sowohl das Licht als auch die Gravitationswellen dieses Ereignisses durch das Universum und bewegten sich mit der einzigen Geschwindigkeit, die sie erreichen konnten, der Lichtgeschwindigkeit, bis sie nach einer Reise von 130 Millionen Jahren auf der Erde ankamen. Zuerst trafen die Gravitationswellen aus der Inspirationsphase ein
und bewegten die Spiegel unserer Gravitationswellendetektoren um einen unglaublich kleinen Beitrag. Weniger als 1/10.000stel der Größe eines einzelnen Protons. Und dann, nur 1,7 Sekunden nach dem Ende des Gravitationswellenereignisses, traf auch schon das erste Licht des Ereignisses ein. Damit hatten wir sofort die beeindruckendste physikalische Messung der Gravitationsgeschwindigkeit, die es je gab. Sie entsprach der Lichtgeschwindigkeit zu mehr als einem Teil in einer Billiarde. Die beiden Wellen trafen in weniger als 2 Sekunden Abstand voneinander ein. Zuvor hatten wir zwar ausgezeichnete theoretische Gründe für die Annahme, dass die Schwerkraftgeschwindigkeit gleich der Lichtgeschwindigkeit sein müsste, aber wir hatten nur indirekte Hinweise darauf, dass die beiden mit einer Genauigkeit von etwa 0,2% übereinstimmen. Die Verbesserung unserer Beschränkungen um mehr als 12 Größenordnungen mit einer einzigen Beobachtung stellt den größten Sprung dar, der mit einer einzigen Messung in der Geschichte der Menschheit erreicht werden konnte. Aber bedeutet dies nun, dass die Geschwindigkeit der Schwerkraft und die Lichtgeschwindigkeit nicht ganz gleich sind? Dass sich vielleicht entweder die Schwerkraft etwas schneller als c bewegt? Oder dass sich das Licht selbst ein winziges bisschen langsamer als die Lichtgeschwindigkeit bewegt? So als hätte es eine winzige, aber von Null abweichende verschiedene Ruhemasse. Einfach ausgedrückt, wenn Licht eine Ruhemasse ungleich Null hätte und diese Masse schwer genug wäre, um zu erklären, warum Gravitationswellen 1,7 Sekunden früher als Licht ankommen, nachdem sie 130 Millionen Lichtjahre durch das Universum gereist sind, dann würden wir Radiowellen beobachten, die sich deutlich langsamer als mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Zu langsam, um mit dem zu übereinstimmen, was wir bereits beobachtet haben. Das ist ein großes Problem. Die Herausforderung besteht darin, die richtige Erklärung zu finden, die zu allen Facetten unserer Beobachtung passt und dennoch eine gute Vorhersagekraft für die Signale hat, die im Vergleich zu den tatsächlichen aufgetretenen Signalen auftreten sollten. Doch das wäre irgendwie nicht möglich. Das würde fast an Magie grenzen. Und doch haben es Wissenschaftler irgendwie geschafft. Der Schlüssel liegt darin, über die Objekte nachzudenken, die miteinander verschmelzen, über die Physik, die dabei im Spiel ist, und über die Signale, die sie wahrscheinlich erzeugen werden. Wir haben dies bereits für die Gravitationswellen getan und detailliert beschrieben, wie sie während der Kollidierungsphasen erzeugt werden und nach der Verschmelzung wieder verschwinden. Jetzt ist es an der Zeit, ein wenig tiefer zu gehen und über das Licht nachzudenken. Bis diese beiden Neutronensterne sich berührten, wurde kein zusätzliches Licht erzeugt. Sie leuchteten einfach so, wie Neutronensterne leuchten. Schwach, bei hohen Temperaturen, aber mit winziger Oberfläche und selbst mit unserer heutigen Technologie aus 130 Millionen Lichtjahren Entfernung völlig unauffindbar. Neutronensterne sind nicht wie schwarze Löcher. Sie sind nicht punktförmig. Stattdessen sind sie kompakte Objekte, typischerweise mit einem Durchmesser von 20 bis 40 Kilometern, aber dichter als ein Atomkern. Sie werden Neutronensterne genannt, weil sie zu etwa 90% aus Neutronen bestehen, mit anderen Atomkernen und ein paar Elektronen am äußeren Rand. Wenn zwei Neutronensterne zusammenstoßen, gibt es 3 Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Sie können einen weiteren Neutronenstern bilden. Sie können auch kurzzeitig einen Neutronenstern bilden, der dann aber in weniger als einer Sekunde zu einem schwarzen Loch kollabiert. Oder man kann direkt ein schwarzes Loch bilden, ohne diesen Zwischenschritt. Aus dem Gravitationswellensignal, das bei dem Ereignis mit der offiziellen Bezeichnung GW170817 auftrat, wissen wir, dass dieses Ereignis in die 2. Kategorie fällt. Das Signal der Verschmelzung und das Signal nach der Verschmelzung existierten einige hundert Millisekunden lang, bevor es in einem Augenblick vollständig verschwand. Was wiederum darauf hindeutet, dass sich für eine kurze Zeit ein weiterer Neutronenstern bildete, bevor sich ein Ereignishorizont bildete und das Ganze verschlang. Aber trotzdem ist dann ja irgendwie noch Licht ausgetreten. Die nächste Frage ist einfach. Wie? Wir müssen hier bedenken, es entstand ein schwarzes Loch und es entstand ein kurzer Neutronenstern. Aber wir hatten das Licht bereits. Das heißt, woher kam der Gamma-Ausbruch? Wie wurde also das Licht, das wir beobachtet haben, erzeugt? Und auch hier gibt es 3 Möglichkeiten, die wir uns tatsächlich vorstellen können. Es geschah unmittelbar,
sobald sich die Neutronensterne berührten, durch Prozesse, die in ihren Oberflächen abgelaufen sind. Oder erst nachdem das Material abgestoßen wurde, wo es mit dem umgebenden Material zusammengestoßen ist und daraus dann Licht erzeugt wurde. Oder aus dem Inneren von Neutronensternen, wodurch Reaktionen Energie erzeugt wird, die erst dann abgestrahlt wird, wenn sie sich nach außen ausbreitet. In jedem Szenario breiten sich die Gravitationswellen tatsächlich ungestört aus, sobald das Signal erzeugt wurde. Aber das Licht benötigt eine zusätzliche Zeit, um nach außen zu gelangen. Jedes dieser Szenarien könnte die Verzögerung von 1,7 Sekunden bei der Ankunft des Lichts in Bezug auf Gravitationswellen leicht erklären. Am 25. April 2019 konnten wir jedoch eine weitere Neutronensternverschmelzung in Gravitationswellen beobachten, die massereicher war als unsere vorherige Verschmelzung. Es wurde keinerlei Licht emittiert, was gegen das erste Szenario spricht. Und es sieht so aus, als ob Neutronensterne kein Licht erzeugen, sobald sie sich berühren. Stattdessen erfolgt die Lichtemission erst nach der Emission von Gravitationswellen. Mit nur zwei direkten Nachweisen von verschmelzenden Neutronensternen durch die Emission von Gravitationswellen. Es ist ein Beweis dafür, wie unglaublich präzise die Wissenschaft der Gravitationswellenastronomie geworden ist, dass wir alles, was wir haben, rekonstruieren können. Wenn man die elektromagnetischen Folgebeobachtungen des Ereignisses von 2017 hinzunimmt, bei dem ebenfalls Licht erzeugt wurde, haben wir definitiv gezeigt, dass ein großer Teil der schwersten Elemente in unserem Universum, einschließlich Gold, Platin, Jod und Uran, aus diesen Neutronensternverschmelzungen stammt. Das Licht wird erst nach dem Ende des Gravitationswellenereignisses erzeugt und kann durch den Durchgang durch das Material weiter verzögert werden. Obwohl sich Licht und Schwerkraft in einem Vakuum genau mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, kam das Licht, das wir gesehen haben, deshalb erst fast 2 Sekunden nach dem Ende des Gravitationswellensignals an. Es gibt ein Problem mit der Schwerkraft, mit dem sich niemand so wirklich anfreunden kann und über das selbst Physiker selten sprechen. Nimmt man 2 beliebige Teilchen mit einer Masse, kann man die Stärke aller 4 fundamentalen Kräfte zwischen ihnen berechnen. Wenn wir diese Berechnungen für die starke und die schwache Kernkraft und die elektromagnetische Kraft und vor allem die Schwerkraft durchführen, werden wir etwas entdecken, das uns vielleicht verwirrt. Die Schwerkraft ist insbesondere bei kleinen Abständen viel, viel schwächer als alle anderen Kräfte. Im Inneren eines Teilchens ist die Schwerkraft um mehr als 30 Größenordnungen schwächer als jede andere der 3 Grundkräfte. Warum ist das so? Das weiß zwar niemand so wirklich, aber ein bemerkenswerter Vorschlag aus dem Jahr 1998 besagt, dass die Schwerkraft vielleicht deshalb so schwach ist, weil sie im Gegensatz zu den anderen Kräften bei sehr geringen Abständen in zusätzliche Dimensionen ausläuft. Was könnte sich in diesen zusätzlichen Dimensionen verbergen, wenn es sie denn wirklich gibt? Lasst uns mal mit etwas sehr Simplem beginnen. Wir beginnen mit Licht, das von einem Stern ausgeht. Wenn wir uns immer weiter von diesem Stern entfernen, strahlt das Licht von dem Stern in einer Kugelschale. Wenn wir die Entfernung zwischen uns und dem Stern vergrößern, werden wir feststellen, dass die scheinbare Helligkeit des Sterns mit dem Quadrat der Entfernung abzunehmen scheint. Ein Viertel der ursprünglichen Helligkeit für jede Verdoppelung der Entfernung. Und das ist ein ziemlich simples Prinzip und man kann sich die Kräfte wie Gravitation und Elektromagnetismus auch so vorstellen. Je weiter man von einer Quelle entfernt ist, zum Beispiel von einem massiven oder elektrisch geladenen Teilchen, desto weniger stark wirkt diese Wechselwirkung auf einen. Die Gravitation zwischen 2 beliebigen Massen nimmt natürlich mit der Entfernung ab. Die elektrische Kraft zwischen 2 geladenen Teilchen nimmt auch ab, genau wie das Licht, das sich kugelförmig ausbreitet, wenn es eine Quelle verlässt.
Wie würde sich Licht, Schwerkraft und elektromagnetische Kraft anders verhalten, wenn wir nicht in einem Universum mit drei Raumdimensionen wären? Und das können wir testen, indem wir bestimmte Phänomene auf eine Fläche, also eine Fläche, die zweidimensional ist, oder eine Linie, die wiederum eindimensional ist, beschränken und schauen, ob sich die Ausdehnung verändert. Statt sich in einer dreidimensionalen Kugel auszubreiten, könnten sich die Dinge nur in einem Kreis, also zweidimensional, oder auf einem Punkt, der sich entlang einer Leitung ausbreitet, ausbreiten. Dies würde bedeuten, dass sich in einem zweidimensionalen System die Dinge anders verhalten als in einem dreidimensionalen System. Und in einem eindimensionalen System bleibt eigentlich alles konstant, weil es keine Richtung gibt, in der es sich irgendwie ausbreiten lässt. Und es gibt sehr viele physikalische Effekte, die man auf zwei oder eine Dimension beschränken kann, statt dass es sich frei durch alle drei Raumdimensionen ausbreitet. Wenn es weniger Dimensionen gibt, in denen sich Signale ausbreiten können, werden sie mit zunehmender Entfernung langsam schwächer. Stell dir Folgendes vor. Es gibt eine Lichtquelle in einer Glasscheibe. Das Licht kann sich in der ganzen Scheibe ausbreiten, aber nicht rauskommen. Die Scheibe ist groß in Länge und Breite, aber nicht so wirklich tief. Wenn du nah an der Lichtquelle bist, also der Abstand zur Lichtquelle viel kleiner ist als die Tiefe der Scheibe, dann breitet sich das Licht für dich wie eine Kugel aus. Du siehst, dass die Helligkeit abnimmt, wie wenn das Licht von einer dreidimensionalen Quelle kommt. Aber wenn du weiter weggehst von der Lichtquelle, also der Abstand zur Lichtquelle wird viel größer als die Tiefe der Scheibe, aber immer noch kleiner als die Länge und Breite der Scheibe, dann breitet sich das Licht erst wie eine Kugel aus, bis es das Ende der Tiefe erreicht. Danach breitet es sich aus wie ein Kreis und die Helligkeit des Lichts nimmt danach langsamer ab. Und das wiederum bedeutet, dass wenn du nah an der Quelle bist, nimmt die Helligkeit schneller ab, weil das Licht sich in mehr Dimensionen ausbreiten kann. Aber wenn du weiter weg bist, nimmt die Helligkeit langsamer ab, weil das Licht sich nur in weniger Dimensionen ausbreiten kann. Denk einmal über Folgendes nach. Bei einer größeren Anzahl von Dimensionen nehmen die Signale sehr schnell ab, während sie bei einer geringeren Anzahl von Dimensionen langsamer abnehmen. Bis hin zu einer Grenze von eindimensionalen, bei der die Signale überhaupt nicht mehr abnehmen oder schwächer werden können. Und wenn man das jetzt ein bisschen verinnerlicht hat, und ich weiß, dass das recht komplex ist, dann stellt man sich aber die Frage, okay, was hat das mit der Erklärung zu tun, warum die Schwerkraft als Kraft so viel schwächer ist als an die anderen fundamentalen Kräfte? An dieser Stelle kommt die Idee der großen Extradimension ins Spiel. Sie wurde ursprünglich 1898 vorgeschlagen und geht davon aus, dass es vielleicht wirklich zahlreiche zusätzliche Dimensionen gibt oder zumindest eine oder mehrere und dass mindestens eine davon eine große physikalische Ausdehnung hat. Groß bedeutet in dem Zusammenhang nur groß im Vergleich zur Planck-Skala, also nicht makroskopisch groß. Wenn dem so ist, ist es möglich, dass sich die Gravitationskraft nicht nur in drei Dimensionen, die wir kennen, sondern auch in weiteren großen Extradimensionen ausbreiten könnte, während sich die anderen drei fundamentalen Kräfte nur in unseren Raumdimensionen ausbreiten. Bedenke Folgendes. Bis 1998 konnten wir das Verhalten von drei wichtigen Kräften bis hin zu einer sehr kleinen Größe nachweisen. Das CERN hat das später sogar noch verbessert. Wenn diese Kräfte in zusätzlichen Dimensionen existieren würden, müsste es noch kleineren Größen geben. Da müsste es noch kleinere Größen geben. Aber die Gravitation ist so schwach, dass wir ihre Wirkung nur bis zu einer Größe von einem Millimeter nachweisen konnten damals. Es gibt also einen großen Bereich von Größen, in dem zusätzliche Dimensionen existieren könnten, in denen sich nur die Gravitation ausbreitet. Das könnte erklären, warum die Gravitation im Vergleich zu anderen Kräften so schwach ist. Und somit hätten wir es gelöst. Aber die Dinge bleiben selten so, wie sie sind. Neue Experimente haben gezeigt, dass die Gravitation dem newtonischen Gesetz folgt, selbst bei sehr kleinen Größen. Das bedeutet, dass es kein Auslaufen der Gravitation in zusätzlichen Dimensionen bei diesen Größen geben könnte. Trotzdem gibt es noch Bedenken. Wenn es große zusätzliche Dimensionen in der Natur gäbe, könnte dies zur Bildung von mikroskopischen schwarzen Löchern in Teilchenbeschleunigern führen und die haben wir noch nicht entdeckt.
Da solche Signale am Large Hadron Collider nicht gefunden wurden, wurde die Energiegröße möglicher zusätzlicher Dimensionen auf über 6 Teraelektronenvolt begrenzt. Es gibt starke Hinweise darauf, dass es keine zusätzliche Dimension gibt, in denen sich die Schwerkraft ausbreiten könnte. Die zumindest größer sind als etwa 0,6 Mikrometer. Diese Hinweise stammen unter anderem aus Gammastrahlenbeobachtungen von Neutronensternen und Sehr langes Wort, gar nicht so leicht. Das Fehlen von neu entdeckten Teilchen oder Wechselwirkungen am Large Hadron Collider deutet auch darauf hin, dass die Idee großer zusätzlicher Dimensionen nicht haltbar ist, ohne zusätzliche theoretische Annahmen zu treffen. Die Idee der großen Extradimension wurde ursprünglich entwickelt, um zu erklären, warum die Schwerkraft so viel schwächer ist als die anderen beobachteten Kräfte. Wenn die Schwerkraft in zusätzlichen Dimensionen ausbluten könnte, oder auf Englisch bleed out, könnte das die beobachtete Schwäche der Schwerkraft erklären und zur Vorhersage neuer Teilchen führen, die bei den Energien des LHCs auftreten könnten. Doch leider haben wir bis jetzt nichts derartiges gefunden. Zusätzlich zur Herausforderung, die Schwäche der Schwerkraft zu erklären, gibt es andere offene Fragen und Herausforderungen, wie die Stabilisierung der Größe der zusätzlichen Dimensionen, das Fehlen des Protonenzerfalls, das Fehlen der neu entdeckten Kaluza-Kleinteilchen und die notwendige Annahme von verborgenen Sektoren oder anderen Zuständen, die nicht dem Standardmodell entsprechen. Die Quantenmechanik ist für einige sehr verblüffende Behauptung Was ist die Quantenmechanik überhaupt? Sind es Katzen, die gleichzeitig tot und lebendig sind, oder Elektronen und Protonen und andere Bewohner der subatomaren Welt, von denen wir auch keine wirkliche Vorstellung haben? Denn sie fungieren mal als eine Welle der Wahrscheinlichkeit, wo wir nur ungefähr raten können, wo sie sich befinden, oder auch mal als tatsächliche Teilchen auftreten. Es scheint nichts wirklich Sinn zu machen und es verwirrt eigentlich nur. Mal ist ein Teilchen echt, mal ist es eine Katze und all die Dinge sind auch noch irgendwie miteinander verschränkt und fungieren dann als ein einzelnes System. Doch es gibt etwas, was uns vielleicht zu Hilfe kommen kann. Etwas, was weder ein Teilchen noch eine Welle ist. Etwas, was uns die Quantenwelt näher bringen kann. Nicht nur für die Physik übrigens, sondern auch für das Verständnis dieser abstrakten und recht geheimnisvollen Welt. Doch ich will noch nichts vorwegnehmen. Wenn wir das Thema hier durchgehen, wird der ein oder andere von euch vielleicht selbst auf die Lösung kommen. Fangen wir doch mal direkt bei den Basics an. Das Konzept der klassischen Teilchen ist bekannt. Ein Teilchen ist ein Objekt mit einem bestimmten Ort, so wie die Luftblasen hier. Wir sehen sie und wir wissen, wo sie sich gerade befinden. Das Objekt kann aber auch groß sein, es kann klein sein oder es kann subatomare Formen besitzen. Ein subatomares Teilchen wie das Elektron stellt man sich in der Regel wie eine Kugel vor. Und sie können auch tatsächlich aneinander abprallen, wie zwei Billardkugeln, oder auch miteinander verschmelzen, wenn sie auseinandergestoßen werden. Sie können auch als klassische Wellen auftauchen. Denk an ein Muster auf der Oberfläche des Wassers, wenn Gegenstände hineingeworfen werden. Mathematisch gesehen ist eine eindimensionale Welle einfach eine gleichmäßig schwingende Sinuskurve. Sie erstreckt sich unendlich weit in beide Richtungen und hat feste, sich wiederholende Wellenlängen. Im Gegensatz zu Teilchen haben Wellen keinen bestimmten Ort. Wir haben nur Wahrscheinlichkeiten, wo diese Teilchen auftreten könnten. Außerdem verhalten sich Wellen ganz anders als Teilchen. Wenn zwei Wellen miteinander interagieren, durchdringen sie sich gegenseitig, wobei sich die Wellenberge und Täler entweder gegenseitig zu einem größeren Wellenberg oder zu einem kleineren Wellenberg und somit sich gegenseitig auslöschen. War das vernünftiges Deutsch? Ich glaube schon. Diese beiden Wellen sind bekannt als konstruktive und destruktive Interferenzen.
angesichts der Tatsache, dass herkömmliche Teilchen und Wellen so unterschiedliche Eigenschaften zu haben scheinen, kann man es den Physikern des frühen 20. Jahrhunderts echt nicht übel nehmen, dass sie sehr verwirrt waren, als sie versuchten, die Behauptung, dass Dinge wie Photonen und Elektronen sowohl Teilchen als auch Wellen seien, miteinander zu vereinbaren. Inzwischen haben die Wissenschaftler jedoch verstanden, dass subatomare Objekte sowohl Wellen- als auch Teilcheneigenschaften haben. Und tatsächlich nicht nur als das eine oder das andere existieren, sie sind beides. Doch das hilft uns irgendwie nicht weiter. Wir müssen ein wenig tiefer in die Materie rein. Noch gibt es nämlich ein paar ungeklärte Fragen. Ein Objekt wie ein Elektron hat zum Beispiel eine Wellenlänge, die sich jedoch nicht ins Unendliche ausdehnt, wie sich eine eindimensionale Sinuskurve verhalten würde. Stattdessen hat die Amplitude, also die Höhe der Welle, einen Punkt, an dem sie größer ist und nimmt dann in größerer Entfernung von Maximum ab. Das Ergebnis ist ein sogenanntes Wellenpaket. Kleiner Funfact: Im Zusammenhang mit der Quantenmechanik des frühen 20. Jahrhunderts war der Begriff Wellenpaket kurzzeitig in Mode, obwohl er heute nur noch selten verwendet wird von den Physikern. Demnach, was ich damit sagen will, wäre ein Abo hier auf dem Kanal ziemlich wellig. Aber es war gut, es war gut. Das war gut. Daumen nach oben für mich. Also zurück zum Thema. Es ist durchaus vernünftig, sich subatomare Teilchen wie Elektronen und Photonen als Wellenpakete vorzustellen oder auch als Teilchen. Aber da Wellen Schwingungen sind, stellt sich schnell die Frage, was genau ist es da, was da schwingt? Oder ebenso verwirrend wäre, was ist die Bedeutung des Wellenpakets? An dieser Stelle wird es noch verwirrender. In der traditionellen Quantenmechanik wird dieses Wellenpaket als Wellenfunktion bezeichnet. Und es ist einfach eine Methode zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten. Wenn man die Wellenfunktion mit sich selbst multipliziert, erhält man eine Funktion, die die wahrscheinlichen Orte angibt, an denen das Teilchen mit anderen Teilchen interagieren wird. Dieses Wellenpaket ist lediglich ein mathematisches Konstrukt und nichts anderes. Und doch hilft uns auch das irgendwie nicht weiter. Wenn es ein mathematisches Konstrukt ist, schön und gut. Das hilft zwar den Physikern, aber mir und dir? Damit ist uns irgendwie nicht geholfen. Die Situation wird jedoch etwas physikalischer und interessanter, wenn moderne Ideen der Quantenmechanik verwendet werden. Der Name für die moderne Theorie, die Teilchen beschreibt, ist die Quantenfeldtheorie. Die moderne Quantenfeldtheorie postuliert, dass der Raum mit einer Reihe von Feldern gefüllt ist. Für jede Art von bekannten subatomaren Teilchen, und dafür lasse ich nochmal die Seifenblasen springen, einen Moment. Also, für jede Art von bekannten subatomaren Teilchen gibt es ein Feld. So gibt es beispielsweise ein Elektronenfeld, ein Photonenfeld und so weiter. Es gibt sogar Quarkfelder und natürlich gibt es das Higgsfeld. Vielleicht habt ihr mal davon gehört. Nach dieser Theorie ist ein Elektron nichts anderes als ein Wellenpaket im Elektronenfeld. Die Bedeutung des Wellenpakets ist also dieselbe wie in der traditionellen Quantenmechanik. Das heißt, wenn man die Wellenfunktion, die das Wellenpaket darstellt, mit sich selbst multipliziert, ist das Ergebnis die Wahrscheinlichkeit, ein Elektron an genau diesem Ort zu entdecken. Das Tolle an diesem Verständnis von Teilchen ist, dass es uns ein ganz anderes Bild davon vermittelt, wie Teilchen auf der Quantenebene emittiert und absorbiert werden. Es ist zum Beispiel üblich, dass ein subatomares Teilchen ein anderes aussendet, zum Beispiel ein Elektron, das ein Photon aussendet. Wenn subatomare Teilchen Wellenpakete sind, also lokalisierte Schwingungen bestimmter Felder, dann werden, wenn ein Elektron ein Photon aussendet, Schwingungen im Elektronenfeld auf das Photonenfeld übertragen. In gewisser Weise ist es so, als würde man zwei identische Stimmgabeln nebeneinander stellen und eine von ihnen anschlagen. Die Schwingungen dieser Gabel übertragen sich auf die andere und bald schwingen beide. In der Quantenwelt wird ein Teil der Schwingung des Elektronenfeldes auf das Photonenfeld übertragen, wodurch ein Photon entsteht. Nun, das Elegante an der Quantenfeldtheorie ist, dass sie uns von der alten Denkweise befreit. Also, dass wir uns irgendwie entscheiden müssen, ob etwas ein Teilchen oder eine Welle ist. In dieser neuen Perspektive sind die Teilchen eigentlich Schwingungen in einem allgegenwärtigen Feld. Es ist nicht so, dass Elektronen Teilchen sind, die sich durch leeren Raum bewegen. Stattdessen sind sie Schwingungen im Elektronenfeld selbst, ähnlich wie Wellen in einem Ozean.
Das bedeutet, wenn wir über die scheinbar verwirrenden Phänomene der Quantenmechanik sprechen, wie beispielsweise die Verschränkung, müssen wir uns nicht an unsere herkömmlichen Konzepte von Teilchen und Wellen klammern. Stattdessen sollten wir an das Universum denken, als ein Orchester aus verschiedenen Feldern, die ständig miteinander interagieren und harmonieren. Was den Welle-Teilchen-Dualismus betrifft, so ist dieser nicht wirklich ein Problem oder ein Rätsel, sondern eher eine Reflexion unserer begrenzten menschlichen Perspektive. Die Quantenfeldtheorie bietet eine viel umfassende und weniger widersprüchliche Sichtweise, in der alles in ständiger Schwingung und Interaktion steht. Also das nächste Mal, wenn du an die Quantenmechanik denkst und das Bild einer Katze im Kopf hast, ich hoffe nicht einer toten Katze, weil dann würde ich mir Sorgen machen, die gleichzeitig natürlich tot und lebendig ist, oder von Teilchen, die sich auch als Wellen verhalten, erinnere dich an die Quantenfeldtheorie. Erinnere dich daran, dass die Natur auf einer fundamentalen Ebene aus schwingenden Feldern besteht und die scheinbaren Widersprüche entstehen nur, wenn wir versuchen, diese erstaunlichen Phänomene in unsere alltäglichen Begriffe zu übersetzen. Es steht außer Frage, dass es schwierig sein kann, sich die Theorien der modernen Physik vorzustellen. Hat man sich jedoch erst einmal mit der Vorstellung angefreundet, dass Teilchen kaum mehr sind als lokalisierte Schwingungen in mehreren interagierenden Feldern, hat man eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie die Quantenwelt funktioniert. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schau dir das Video übrigens unbedingt als nächstes an, um tatsächlich die Mythen über die Quantenmechanik, zu erfahren. Und falls du das nicht tust, dann werde ich eine Orange auf dich schmeißen. Nein, das werde ich nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Stell dir vor, du wachst eines Morgens auf und eine Ameise sitzt auf deiner Brust. Du kriegst kaum Luft, weil die Ameise so viel wiegt wie ein Elefant. Wo kommt die Masse her? Du siehst sie nicht. Die Ameise ist so klein, wie eine Ameise nun mal klein ist. Doch du spürst eindeutig ihr unglaubliches Gewicht. In der Astronomie steht man vor einem ähnlichen Rätsel. Rund 95% der Materie im Universum sind verschwunden. Sie fehlen einfach, auch wenn wir das Gewicht eindeutig spüren können. Wir verstehen zwar die Schwerkraft, die auf riesige Objekte wie Galaxien wirkt, und erkennen auch, dass diese Objekte viel schwerer sind, als sie erscheinen sollten. Doch das große Geheimnis bleibt: Woher kommt dieses zusätzliche Gewicht? Dafür haben wir natürlich Theorien entwickelt. Eines davon ist wohl die bekannteste und mysteriöseste in der ganzen Wissenschaft: die dunkle Materie. Dies mag den meisten bekannt erscheinen, eine unsichtbare Materie, die nur mit Schwerkraft interagiert und zusätzliche Masse verleiht. Wie bereits in einigen Videos erwähnt, können wir diesen Effekt eigentlich nennen, wie wir wollen. Dunkle Materie klingt aber ziemlich cool. Wir könnten es aber auch Oma Sigrids Suppe nennen. Der Effekt ist da und den können wir spüren und sehen. Wie er entsteht, ist dann das tatsächliche Rätsel. Doch eine kleine Gruppe von Forschern bestreitet jedoch die Existenz von dunkler Materie und behauptet stattdessen, dass unser Verständnis davon, wie sich Objekte bewegen, unvollständig ist. Eine kürzlich veröffentlichte Arbeit in der Royal Astronomical Society scheint dies nun endgültig zu widerlegen. Sterne, Planeten und Galaxien bewegen sich unter dem Einfluss der Schwerkraft. Und Isaac Newton hat die Gesetze ausgearbeitet, die diese Bewegung steuern und die wir heute als newtonische Dynamik bezeichnen. Doch trotz des enormen Erfolgs der newtonischen Dynamik ist dieser Erfolg nicht universell. Wenn die newtonischen Gleichungen auf bestimmte astronomische Phänomene angewandt werden, treffen sie nicht die richtigen Vorhersagen. Ein solches Beispiel ist die Geschwindigkeit, mit der sich Galaxien drehen.
Wenn Astronomen sich die Geschwindigkeiten von Sternen am Rande einer Galaxie anschauen, bewegen sie sich schneller, als es die anerkannte Theorie erklären kann. Stattdessen sollten die Galaxien eigentlich auseinanderfliegen. Doch das tun sie nicht. Irgendetwas hält sie zusammen. Die von den meisten Wissenschaftlern favorisierte Lösung des Rätsels besteht darin, dass unsere Galaxie neben den bekannten Sternen und Gaswolken, die wir sehen können, auch eine große Menge unsichtbarer Materie, die sogenannte dunkle Materie, enthält. Diese dunkle Materie trägt zu der Schwerkraft bei, die die Galaxie zusammenhält. Der Nachweis für die dunkle Materie ist also indirekt. Sie wurde noch nie im Labor tatsächlich beobachtet, doch ihre Fähigkeit, die Bewegung von Galaxien zu erklären, ist ein starker Indizienbeweis für ihre Existenz. Mit ihr macht die Bewegung von Materie Sinn und unsere Gleichungen können auch Vorhersagen treffen. Was natürlich für die Wissenschaft überaus wichtig ist. Da die dunkle Materie jedoch nach wie vor unbeobachtet ist, sollten alternative Hypothesen auch in Betracht gezogen werden können. Was auch richtig ist, solange allerdings diese Hypothesen Vorhersagen machen können, die dann auch eintreffen. Eine Idee kommt dem ziemlich nahe. Diese Theorie wird Mond genannt, also die modifizierte newtonische Dynamik. Was sie genau besagt, ist Folgendes. Stell dir vor, die Art und Weise, wie Schwerkraft funktioniert, ändert sich, wenn wir in den weiten, leeren Raum des Universums blicken. Die Theorie schlägt vor, dass die Gravitationsregeln, die wir hier auf der Erde kennen und die gut für die Dinge wie das Fallen eines Apfels oder die Umlaufbahn von Planeten funktionieren, nicht mehr ganz passen, wenn wir uns in Bereiche mit sehr schwacher Schwerkraft begeben, wie sie in den äußeren Bereichen von Galaxien vorkommen. Und ja, die Schwerkraft ist in den äußeren Bereichen von Galaxien tatsächlich schwächer, besonders im Vergleich zu den zentralen Bereichen, wo die Dichte von Sternen und anderer Materie höher ist, viel höher sogar. Dies ist ein grundlegender Aspekt der Gravitationsphysik. Die Gravitationskraft zwischen zwei Objekten nimmt mit dem Quadrat der Entfernung zwischen ihnen ab. Was einfach ausgedrückt Folgendes heißt. Stellen wir uns vor, dass die Entfernung zwischen zwei Objekten eine Einheit beträgt. Wenn wir diese Entfernung verdoppeln, also auf zwei Einheiten, dann nimmt die Gravitationskraft nicht einfach um die Hälfte ab, sondern um das Vierfache. Wenn die Entfernung verdreifacht wird, also auf drei Einheiten, dann nimmt die Gravitationskraft um das Neunfache ab. Das bedeutet, je weiter zwei Objekte voneinander entfernt sind, desto schwächer wird die Gravitationskraft zwischen ihnen. Und diese Abnahme der Kraft erfolgt extrem schnell. Also in diesen entfernten Regionen einer Galaxie, wo die Beschleunigung durch die Schwerkraft sehr gering ist, müssten nach dieser Theorie neue Regeln gelten. Dies würde auch erklären, warum die Sterne am Rand von Galaxien sich schneller bewegen, als wir es nach den herkömmlichen Gravitationsgesetzen erwarten würden. Anstatt die Existenz dunkler Materie anzunehmen, die diese zusätzliche Gravitation erzeugt, schlägt diese Theorie vor, dass einfach unser Verständnis der Gravitation unter diesen Bedingungen erweitert werden muss. Das ist die Mondtheorie. Und sie wurde erstmals 1983 von dem israelischen Physiker Mordechai Milgrom entwickelt. Und obwohl das Modell von der Mehrheit der Astronomen nicht akzeptiert wird, hat es einige sehr leidenschaftliche Anhänger. Wenn Astronomen die Mondtheorie auf die Vorhersage der Rotation von Galaxien anwenden, funktioniert sie tatsächlich recht gut. Im Wesentlichen genauso gut wie die Theorie der dunklen Materie. Es wird also eine Messung benötigt, die endgültige Unterscheidungen zwischen diesen beiden ermöglicht. Dies könnte also die Frage beantworten, warum 95% des Universums fehlen. Sie fehlen nämlich gar nicht, laut der Theorie von Mond. Wir haben die Gesetze des Universums einfach nur falsch verstanden. Also testen wir diese Aussage, um zu bestätigen, ob das auch so stimmt. In der jetzt veröffentlichten Arbeit verwendeten die Forscher Daten, die mit dem Gaia-Satelliten aufgezeichnet wurden, um zum Beispiel große Doppelsterne zu untersuchen. Das heißt also zwei Sterne, die einander in großer Entfernung umkreisen. In dieser Studie wurden Doppelsterne berücksichtigt, deren Abstand im Bereich des 2000- bis 30.000-fachen des durchschnittlichen Abstands zwischen der Erde und Sonne lag. Binäre Sterne mit diesen Merkmalen weisen eine Reihe von Beschleunigungen auf, die es den Wissenschaftlern ermöglichen, zu prüfen,
ob die Mondtheorie richtig ist oder ob wir uns weiterhin auf Newton verlassen können. Also, was haben sie herausgefunden? Die Studie gibt der newtonischen Theorie eindeutig den Vorzug gegenüber der Mondtheorie, da sie das Bahnverhalten von großen Doppelsternen genau beschreibt. Die Messung schloss Mond mit 16 Sigma aus, was weit mehr ist als ein Ergebnis mit 5 Sigma, das als endgültig gilt. In der Wissenschaft wird der Sigma-Wert nämlich oft genutzt, um die Vertrauenswürdigkeit oder die Signifikanz eines Ergebnisses auszudrücken. Insbesondere in Bereichen wie der Teilchenphysik zum Beispiel. Ein Sigma-Wert von 1 bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis zufällig ist und nicht auf einer realen Wirkung beruht, bei etwa 32%. Mit steigendem Sigma-Wert sinkt diese Wahrscheinlichkeit. Ein Ergebnis mit 2 Sigma, etwa 95% Vertrauensniveau, wird oft als Hinweis, aber nicht als Beweis betrachtet. 3 Sigma, also etwa 99,7% Vertrauensniveau, wird als starkes Indiz angesehen. Und 5 Sigma, etwa 99,99999,4%, gilt in der Teilchenphysik als Standard für eine Entdeckung. Es bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit für ein zufälliges Ergebnis extrem gering ist, etwa 1 zu 3,5 Milliarden. Wenn also ein Ergebnis mit 16 Sigma ausgeschlossen wird, bedeutet das, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Beobachtungen zufällig sind, astronomisch gering sind. Ein solches Ergebnis gilt als extrem zuverlässig und übertrifft bei weitem den Standardwert von 5 Sigma, der für wissenschaftliche Entdeckungen als ausreichend betrachtet wird. In ihrer Arbeit setzten sich die Forscher auch mit früheren Berichten auseinander, wonach große Doppelsterne die Mondhypothese tatsächlich unterstützten. Sie unterteilten ihre Daten in weite Doppelsterne, bei denen die Messungen präzise waren, und solche, bei denen die Zahlen mit erheblicher Unsicherheit behaftet waren. Sie fanden heraus, dass eine Analyse, die schlecht gemessene große Doppelsterne einbezog, die Mondhypothese begünstigte. Aber wenn nur präzise gemessene Ergebnisse einbezogen wurden, sprachen die Daten eindeutig für die newtonische Dynamik. Beweist die Messung also, dass die dunkle Materie real ist? Nein, das wäre eine zu starke Schlussfolgerung. Doch sie zeigt auf, dass die Mondtheorie falsch ist. Und die Aussage, dass 95% des Universums fehlen, steht wieder im Raum. Dennoch ist das Ergebnis, sofern es sich bestätigt, ein sehr wichtiger Fortschritt bei der Suche nach der Antwort auf die Frage, warum 95% des Universums fehlen oder zumindest unsichtbar sind. Auch wenn es nicht so befriedigend ist wie eine endgültige Entdeckung, so ist auch die endgültige Widerlegung anderer Theorien ein Mittel, um die Wissenschaft voranzubringen. Wie Sherlock Holmes einst sagte, wenn man das Unmögliche ausschließt, muss das, was übrig bleibt, egal wie unwahrscheinlich es ist, die Wahrheit sein. Die Wahrheit, dass 95% der Materie fehlen und die dunkle Materie wohl der Grund dafür sein muss. Das habe ich dazu gesagt, nicht Sherlock Holmes. Also als nächstes schaut euch bitte das Video an. Da stelle ich die Frage, warum Geistersichtungen vielleicht etwas mit Parallelwelten zu tun haben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.